Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie das Perfect Eye Powder von Marlo Wills funktioniert. Im Online-Shop nachgelesen ist es immer ein bisschen schwierig, deswegen einfach ein kurzes Video, dann seht ihr, das ist total easy. Man hat zum einen den Applikator, der hat zwei Seiten. Das heißt, ihr könnt euch zwei solche Kappen bestellen in den Farben, die ihr gerne möchtet. Ich habe jetzt hier so einen Silber-Champagner-Ton. Und einmal einen, ich glaube, einen matten Braunton ist das. Ich weiß nicht, ich habe einfach in die Kiste gegriffen. Und anhand denen zeige ich euch, wie das funktioniert. Also zum einen dieser Applikator, wie gesagt, zwei Seiten. Die eine Seite hat eine spitze Kappe und ihr seht auch, das lässt sich so eindrücken. Das heißt, immer wenn es in die Kapsel geschraubt ist, nimmt es wieder neu Produkt auf. Auf der anderen Seite ist es mehr so ein runder Applikator, wie man hier sieht. Das ist mehr, um ein bisschen flächiger zu arbeiten. Also überlegt euch vorab, mit welcher Farbe ihr eher so eine Spitze braucht und bei welcher Farbe ihr eher so einen runden Applikator braucht, wo ihr das Produkt mehr verteilt, flächiger. Also ich würde vielleicht zum Beispiel sagen, wenn ihr den dunklen Ton hinten mehr ausarbeiten wollt, vielleicht eher das Breite. Oder wenn ihr sagt, nee, ich arbeite mit dem hellen Ton mehr, dass ich auch die Augenbrauen highlighte, dann das Helle auf diese Seite. Weil man da einfach mehr Produkt auftragen kann, schneller. Und ja, dann ist es einfacher. So, dann packen wir die Kappen mal aus. So, dann haben wir diese Kappen. Die sind natürlich nochmal verschlossen. Einmal die dunkle Farbe, einmal die helle. Dann macht man dieses Schräubchen runter, damit die offen sind. Ihr könnt natürlich auch erstmal nur eine Farbe zum Beispiel bestellen oder euch kaufen. Und wenn ihr dann seht, oh, ich hätte gerne in Kombination nochmal ein anderes Braun oder Silber, dann halt das andere ergänzen. Genauso, wenn die Kappen leer sind, kann man natürlich auch den Applikator hier auswaschen und eine andere Farbe hernehmen. Ist überhaupt kein Problem, man muss nicht jetzt mal einen neuen Applikator kaufen. So, genau, dann die Kappen runter und ich mache jetzt auf dieser spitzeren Seite den dunklen drauf und auf den ein bisschen breiteren das helle. Und dann sieht es fertig aus. Einfach draufgeschraubt und ist halt super praktisch für unterwegs. Vielleicht so am besten für seine zwei Lieblingsfarben. Kann man schön in die Handtasche tun, mitnehmen, da verbröselt nichts. Ist total praktisch. Dadurch, dass dieser Applikator sich hier so einzieht, heißt, wenn man den auf die Kappe steckt und reindreht, nimmt er immer Produkt auf. So, dann zeige ich das euch mal an meiner Hand. Es wird halt ein bisschen massig aufgetragen, aber einfach, dass ihr seht. Und einmal die helle Seite. So. Also total praktisch, Lidschatten für unterwegs, ist nicht ganz so pudrig, ist auch ein bisschen gelig, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, nicht arg gelig, aber so ein bisschen mehr wie dieser normale Puder-Lidschatten, hat deswegen auch eine super Haltbarkeit.